Herzlich willkommen bei der Ghostwriting-Agentur GWriters. Dieses Video trägt den Titel Promotionsstudium, interne oder externe Promotion. Wir schauen uns hierbei einmal die zwei Varianten an und schauen, was gibt es für Vor- und für Nachteile. Bei der internen Promotion haben wir natürlich direkt die Vorteile, dass Sie am Lehrstuhl angestellt sind, also ganz nah an der Quelle der Forschung dran sind. Sie sind im regelmäßigen Kontakt mit Ihrem Doktorvater und haben ganz einfachen Zugriff auf Feedback von Ihrem Doktorvater und dadurch natürlich gegebenenfalls auch etwas mehr Hilfe bei der internen Promotion als bei der externen. Nachteile liegen auf der Hand. Sie haben oftmals ein sehr, sehr viel geringeres Gehalt als in der freien Wirtschaft und Sie haben eine sehr hohe Abhängigkeit von Ihrem Doktorvater und müssen teilweise bei Diskussionen über die Forschungsinhalte oder das, was eben behandelt werden sollte, vielleicht etwas zurückstecken. Bei der externen und berufsbegleitenden Promotion handelt es sich in der Regel um sogenannte Promotionsprogramme, die komplett durchstrukturiert sind. Sie haben dadurch natürlich in Bezug auf Ihren beruflichen Alltag ein sehr, sehr viel flexibleres Zeitmanagement, da Sie so alles schön gemeinsam mit Ihrem Betreuer bei dem entsprechenden Programm durchplanen möchten. Sie haben gleichzeitig Ihre Erfahrung im Beruf als auch in der Forschung und natürlich verdienen Sie auch direkt die gleichen Verdienstmöglichkeiten, welche Sie in der freien Wirtschaft finden können und haben es nicht mit einem sehr, sehr geringen Gehalt zu tun, wie es dann eben beim internen Studium an der Uni wäre. Nachteile: Sie haben eine sehr, sehr hohe Gesamtbelastung. Sie sind gleichzeitig beruflich tätig und möchten eine Forschungslücke ordentlich schließen durch Ihr Promotionsvorhaben, haben eben zwar ein flexibles Zeitmanagement im Voraus, können flexibel planen. Diese Planung müssen Sie jedoch natürlich auch erfüllen, um nicht in Verzug zu geraten und um nicht das gesamte Konzept ins Wanken zu bringen. Das heißt, Sie müssen sehr, sehr diszipliniert arbeiten und haben eben eine Doppelbelastung, die teilweise zu Problemen führen kann. Oftmals haben Sie auch hohe Studiengebühren. Da gilt es immer dann abzuschätzen, wie Ihre Verdienstmöglichkeiten in Gegenüberstellung zu diesen Studiengebühren sind, um eine entsprechende Entscheidung zu treffen, was dann besser für Sie wäre. Bei beiden Vorhaben haben Sie natürlich immer die Möglichkeit, sich von uns unterstützen zu lassen, entweder durch ein entsprechendes Coaching oder eine entsprechende Promotionsberatung, durchaus aber auch durch Ghostwriting-Varianten. Sie können sich eine Mustervorlage für Ihre Promotion erstellen lassen. Sie können einen Doktorarbeit-Ghostwriter dafür engagieren, dass er auch nur Teile eben erstellt und ihn somit unter die Arme greift, gerade bei Schreibblockaden oder wenn es mal nicht weitergeht.